Nein, das ist tatsächlich Baumwolle, liebe Freunde. Und ja, die Leute hier auf dem Server haben auch einige begabte Skripte halt und werden auch vielleicht einige Wünsche halt auch tatsächlich von uns halt auch noch befolgen. Na, wir haben halt, oh, mein Inventar ist tatsächlich schon voll. What the fuck? Ja, einfach den Rest pflanzen, den du hast. Ach, das Fahrzeug. Okay, wir haben gar keinen Kofferraum im Fahrzeug. Jetzt haben wir alle erstmal. Okay, dann pflanzen wir mal den Rest für die Öffentlichkeit. Ne, genau, so nebenbei pflanzen wir halt, müsst ihr das Mausrad halt scrollen und dann könnt ihr halt zu den einzelnen Punkten hingehen und dann seht ihr auf dem Boden pflanzt sich das halt jeweils immer an. Und das ist ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Was, Samen? Ja, Samen. Nein, du siehst ja auch, wir haben Baumwolle gesät. Also, ne, und wir haben halt im Inventar, nee Quatsch, im Z-Inventar ist das ja halt. Da siehst du ja hier Wolle, ne? Beziehungsweise Wollsamen. Ne? Wie kann ich das wieder anfahren? Na, die müssen halt wachsen. Bindestaste. Huch, jetzt hab ich aus Versehen die Pickaxe genommen. Mit deiner Dings. Aktion 10 Taste. Ja, Windows-Taste. Ne? Ja, und da pflanzen wir jetzt natürlich hier erstmal fröhlich an, liebe Freunde, ne? Und haben sogar eine Lizenz dafür, also wir sind ehrliche Wollbauern. Ne? Und wir schauen mal, wie viel Geld uns das bringt. Wahrscheinlich noch nicht ganz so viel. Wir müssen mal gucken, was hier der nächste Job tatsächlich wäre. Im normalen Alterslife wäre es ja tatsächlich, dass es halt Kupfer oder sowas danach halt wäre. Müssen mal gucken, dass wir uns hier vielleicht irgendwie sogar mal was leisten können. Wir könnten Salz oder so fahren. Kupfermine. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, was hier das zweite sozusagen wäre. Na, wenn jemand bei Twitch das weiß oder so, könnt ihr gerne was in den Chat schreiben. Ich achte auf den Chat natürlich auch. Ja, ich achte auch drauf. So, ich habe mal noch mehr Erfahrung bei. Und seid alle herzlich willkommen. Na, wir werden heute so, keine Ahnung, bis 17.30 Uhr, 18 Uhr circa machen, denke ich mal. Pi mal Daumen. Na, das ist so ungefähr immer angeplant. Ja, natürlich werden wir nicht nur hier Wolle fahren, aber wie gesagt, wir sind heute den ersten Mal auf dem Server draufgekommen, beziehungsweise wir waren gestern kurzzeitig schon einmal drauf. Und haben natürlich so eine kleine Einweisung und sowas halt bekommen. Von den lieben Admins hier. Ah, ich habe keine Samen mehr zum Glück. So, kann ich denn hier noch was abfarmen? Ah, hier gibt's noch was. Also vorne am Auto links davor, das ist unterwegs noch ein bisschen. Ja. So, mein Inventar wäre voll. Ne? Ja, meins auch. Mit 58 Wolle. Kriegt das irgendwie nicht hin mit dem Abfarmen? Eine Aktion 10 passt. Du hast auch noch keinen Rucksack gestorben, mehr, oder? Ach so, nee. Dann sollten wir erstmal nochmal zum Kennymarkt fahren, da hinten fährt schon wieder die Polizei oder irgendein anderer Wagen. Polizei. Ich steig grad mal ein. Ich mach kurz 2 Minuten Nickerchen. Ja, mach das mal. Kurz Schlaf, ne? So siehst du doch schon aus mit deinem karierten blauen Hemd. Stylisch, ne? Und da sehen wir wieder coole Medusa hier natürlich uns durch die Gegend kutschiert, liebe Freunde, an unserer coolen, tiefer gelegten Karre, die wir gestern natürlich auch in dieser Stadt gemietet haben, sozusagen. Gebraucht gekauft. Ja gut, genau, gebraucht gekauft, stimmt, hier gibt's auch einen Gebrauchtwagen. So, hier sind wir wieder beim Kennymarkt, ne, war das, glaube ich? So. Der Kennymarkt. Wissen wir den mal da drin ein. Nicht, dass er uns wegrennt. Es gibt hier aber tatsächlich eine Öffnungsmöglichkeit. So, und den Kram werden wir natürlich verkaufen. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich nicht so viel, aber... Ich würde ja mal Kokain fahren. Naja, gleich am Anfang schon. Na, wir wollen uns natürlich hier auch erstmal so was aufbauen, ne, und... Alles klar wieder. Also, Wolle wieder oder Sonnenblumen? Den Mod, genau, den Mod musst du... Den Chat sehe ich schon. Den Mod musst du dir downloaden. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du gerne auf deren Teamspeak halt gehen oder bei uns halt vorbeikommen. Nach dem Stream, werden wir dir dann gerne natürlich helfen, das auch zu installieren. Genau. Das ist ziemlich einfach, du brauchst halt Armor Sync, ne? Dazu habe ich jetzt den Link jetzt nicht eingefügt, aber ich werde das noch nachreichen. Beziehungsweise, wie gesagt, sei danach auf unserem Teamspeak oder auf deren Teamspeak findest du auf der Homepage von denen. Die können dir zwischendurch auch gerne die Fragen beantworten, nehme ich mal an. Ja, einfach einen Supporter anschreiben, ein bisschen warten dann oder Whitelist-Bewerbung mündlich rein und dann sollte da auch so ziemlich innerhalb der nächsten 5 Minuten ein Supporter kommen, der dich dann, der sich da dir annimmt und dir hilft dann. Ja, bei uns ging es ja tatsächlich auch recht schnell, also, na, wir haben heute auch den lieben Jaschuk natürlich noch mit dazu gehört, ich höre schon jemanden ankommen. Fahren wir jetzt gleich nochmal eine Runde zum Baumwollfeld hin, oder wie?
würde ich. Achso, ja, beim Market dort. Ich muss mich erst noch an das Funken gewöhnen, liebe Leute. Also es werden noch einige Fails auf jeden Fall zustande kommen. Ja, das ist. Wir werden natürlich gucken, dass wir die eine oder andere lustige Roleplay-Situation. Also der Server ist noch nicht ganz so voll, die haben auch erst seit 2 Wochen angefangen, aber ich meine 10 Leute ist schon mal okay. Und wir sind jetzt zwar 3 davon, aber 7 andere Leute sind noch da. Uch, ich habe jetzt irgendwas. Ah ne, okay. Die Busroute 1. Fährt in wenigen Minuten von Haltestelle Lexit, okay. Ja, hier gibt es natürlich auch, wir können uns später manchmal auch einen Bus oder ein Taxi oder sowas, ein Taxiunternehmen gründen. Also gibt es sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten. Und Mibo, hallo, willkommen. Schön, dass du auch wieder da bist. Und der Schokocrafter natürlich auch. Oh, hier ist einmal. Mörder. Alter, pass auf meine Karre auf. Genau. Mörderburger und. Nein, du musst zum. Dream Estate. Du musst zum Markt wieder, wo wir eben waren. Ja. Ah, hier ist der Kleidungsstand, ne? Ist der Klamotten, ne? Ja, ja, stimmt. Ja. Der Dream Estate. Ja, du musst dir lieber ja schon rein. Einmal ein. So, dann kannst du dir halt Kleidung kaufen, dann musst du unten halt auf dieses, wo Kleidung draufsteht, einmal raufklicken, dann geht so ein Reiter auf und dann kannst du den Rucksack auswählen. Nimm den großen Rucksack für 5000. Hast du Geld dabei? Ja. 5000? Ja, sehr gut. Und kauf dir mal ein bisschen Essen und Trinken. Ne? Na, also wir sind ja auch noch auf dem Server, ich bin jetzt auch nebenbei Nummer 1. Jetzt habe ich auch einen großen Rucksack. Ja, vorne ist tatsächlich gerade der Bus abgefahren. Ne? Ich will mal wissen, wer die Bustour gerade macht, liebe Leute. Also wie gesagt, der Busfahrer verdient hier natürlich auch was. Ihr könnt losfahren, ich habe jetzt einen Rucksack. Ja, ich hol dir mal Essen und Trinken noch. Essen und Trinken habe ich. 3 Wasserflaschen, 2 Taktische. Okay. Ein Glas Wasser wäre gut, steht bei mir drin. Ob ich jetzt schon was trinken soll? Also noch ist alles noch grün angezeigt. Trinken, wenn wir müssen natürlich auch ein bisschen auf Verkehrsregeln und sowas hier achten und ich hoffe, euch gefällt unsere geile Karre. Das ist ein Mibo, das ist tatsächlich keine neue Map, sondern das ist halt, wir sind auf einem anderen Server jetzt, beziehungsweise mit einem anderen Mod halt. Und das Ganze ist halt Lakeside Valley, ne, und hier seht ihr, das ist natürlich ein bisschen großstadtmäßiger und so ein bisschen GTA-mäßiger. Und hier gibt es halt ganz, ganz andere Karren, ganz andere Waffen und auch Task Force Valley zum Beispiel, wenn euch das was sagt, den Arme. Also das heißt, wir sind auf deren Teamspeak halt auch drauf und jederzeit in der Umgebung werden halt die Leute zugeschaltet. Also das heißt, wir werden wahrscheinlich viele Gäste haben, aber wir haben es natürlich ein bisschen getan für den Stream. Als Kamerateam ja gut getarnt, wie man es halt nimmt, ne? Und genau, danke liebe, lieber Omde, oder wie hieß er? Sorry? Otte? Olf.de. Otto.de. Olf? Olf.de. O-L-F. Olf.de. Entschuldigung, mein lieber Freund. Ne? Ich hab den Chat gerade so ein bisschen verrückt, also bis ich heute noch ein Fenster halt mehr aufmachen muss, wegen dem anderen Musik. Und wir haben hier schon Wolle angepflanzt. Und, glücklicherweise hat sie uns keiner geklaut und wir werden sie jetzt einfach hier mal abfahren und gucken, wie viel Geld wir zusammenkriegen. Huch, warum lege ich mich jetzt? What the fuck? Nein, ich wollte mich doch nicht hinlegen. Ja, und hier, ihr seht, die Sicht ist auch schon mal so ein bisschen anders. Ne? Und ja. Wir fahren Wolle tatsächlich. Ne? Also wir fangen jetzt nicht an, irgendwas mit Pfirsichen pflücken oder sowas. Ich bin schon wieder voll. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ja, ich bin auch voll. Ne? Und du filmst gerade in der Nahaufnahme, sehe ich gerade die Wolle, wie ich sehe. Ich habe auch gar keinen neuen Samen geholt, muss ich ehrlich sein. Ja, ich hatte 20 geholt. Und ich habe noch 21 Wollsamen, gib dir mal 10. Und hier auf dem Server ist es zum Beispiel auch so, liebe Leute, ne? Ich kann es euch ja mal kurz demonstrieren. Ich gehe mal ein ganz kleines Stück von euch kurz weg, ne? Und dann. Ich rede natürlich mal nebenbei weiter. Ihr könnt ja auch schon mal ein bisschen nochmal reden, einer von euch. Sag mal einer von euch was? Ja, ich rede. Ja, gerade. Ja, und umso weiter ich weggehe, ne? Umso weniger hört er mich jetzt, ne? Und jetzt hört er mich, glaube ich, schon fast gar nicht mehr. Ich muss aufpassen, dass ich nicht auf die Straße renne, kurz. Und hier ist halt ganz cool. Hier gibt es halt einen Funk. Und ich sag mal einfach, check, check, ne? Ihr hört ihr mich, liebe Leute? Check, check, check. Ja, ja. Ich höre dich, ja. Ja, wir haben unseren eigenen Funkkanal hier halt eingestellt und, ja. Auffälliges Fahrzeug, Achtung. Wird auch schon stets verfolgt von Sirenen. Na, hier fährt auch schon der Medic vorbei. Polizei, schnell, schnell, los, 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 weg hier, weg hier. Na, ist ein Medic, wir haben eine Lizenz, alles gut. Na, trotzdem, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, ich bin jetzt tatsächlich auch voll, deswegen lass uns eh einsteigen. Alles einsteigen, der Bus fährt in wenigen Minuten. Das Taxi, Entschuldigung. Wir sind doch im Bus, wir sind gar kein Bus.
Aber ich sehe gerade, ich habe ein niederländisches Kennzeichen, glaube ich, kann das sein? Alter, ich bin doch kein Holländer. Liebe Freunde, seid alle willkommen, die zuschauen. 10 Leute schauen zu. Ne? Das ist, wie gesagt, der erste Tag hier heute auf dem neuen Server. Ne, wir haben jetzt sonst die letzten 3-4 Tage halt auf dem anderen alten Live-Server gespielt. Und wurden netterweise herzlich dazu eingeladen vom lieben Baloo, dass wir hier heute mal ein bisschen eine Runde zocken. Und ja, das haben wir natürlich wahrgenommen. Oder auch im Game schon. Sind. Ja, pass bloß auf die Schilder auf. Ach, die kann ich auch umfangen. Und ich hoffe, wie gesagt, mit der Ton und dem Bild passt das alles so, ne? Wie gesagt, mit den Einstellungen hier ist es ein bisschen schwieriger bei Nextat Valley. Wenn das nicht der Fall sein sollte, Alter, sagt mir das. Alles okay. So, wir steigen mal aus. Und werden natürlich gucken, dass wir irgendwie schnellstmöglich an Waffenscheine und an Knifte kommen. Also, wir haben ja bei Altes Live gesehen, das hat uns schon was gebracht. Dann wird es uns hier auch was bringen. So, Pickaxe wollte ich nicht rausholen. Wir werden jetzt hier verkaufen, liebe Freunde. So, und zwar haben wir 60 Wolle wieder gefarmt und ich weiß gar nicht, 7000 oder so hat es sogar mal gebracht, ne? 7000, bring 60. Dann ja, ich hab das Geld gemacht. Ne? Ich hatte gerade eben noch 2000, jetzt habe ich 14000. Ja, viel ist es nicht. Auf der Bank und 18000 auf der Hand. Also ich habe jetzt 19 bei und 70 auf der Bank. Wir können uns tatsächlich mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie... Was ist denn sinnvoll, was wir uns noch holen? Wir können bei den Lizenzen mal gucken, was das zweite dort ist. Wir können ja auch mal zum Waffenhändler fahren. Ja, das darf ist noch zu früh. Wieso zu Selbstverteidigung? Ja, Selbstverteidigung. Wir haben ja die liebe Polizei, die noch hier ist. Ne? Genau. Die ist auch schon immer schön schnell einsatzbereit. Und ja, hier gibt es auch einige Sehenswürdigkeiten. Unter anderem auch eine Rennstrecke, die uns gestern gezeigt wurde. Da werden wir auch noch das ein oder andere Rennen veranstalten. Oder wohin willst du? Okay. Ich will zu dem ATM, der auf dem ADAC-Platz ist. Ah, okay. Na, und ihr seht ja schon die riesen Wolkenkratzer im Hintergrund und sowas halt, also eine ziemlich coole Map. Oh, hier stehen kaputte Karre. Ja, aber das ist schlimm. Beim ADAC. Willst du das Geld einzahlen oder was wolltest du jetzt machen? Ja, ja. Okay, dann würde ich mal jetzt auch mal einzahlen. Wir gucken einfach mal, was wir brauchen. Wir sind natürlich live immer dabei mit der Kamera, ne? Die ja gerade ein wenig ungeschickt in das Bild hält wahrscheinlich. So, jetzt muss ich auch mal 19.155. Einzahlen. So, ich habe jetzt 89.000 auf dem Konto. Also vielleicht können wir uns ja sogar noch eine andere Karre oder sowas holen. Ich würde mal sagen, hier der Typ hat einen Ständer. Was? Wie? Ja, hier so ein bisschen Owner-mäßig. Ja, du stehst schon wieder schief. Ich stehe schon wieder schief? Du hast schon wieder ein Kling in der Optik, oder? Jetzt. Oh, okay. Ja. So standest du. Ja, das sind manchmal, ich bin etwas älter schon, wie ihr wisst, liebe Leute, vom anderen Krieg. VIP 3XLP. Hallo. Und ja, wir machen hier kleine Live-Übertragung vom Arma Live-Server, ne? Also Lakeside Valley. Und ja, wir sind den ersten Tag heute hier drauf und schauen uns natürlich erstmal so ein bisschen um, haben schon ein bisschen Wolle gerade mal so gefahren und so. Das erste Geld so ein bisschen verdient und schauen mal jetzt, was das zweite wäre so, was hier natürlich so ein bisschen mehr Geld natürlich bringt, dann wir wollen natürlich mal was anderes fahren als im Golf GTI. Also es gibt hier noch viel schlimmere Karren, also das ist schon eine recht gute Karre, finde ich tatsächlich. Ne, ja, meine Karre ist schlimmer, das ist der Escort. Ja, der hat gerade so ein bisschen rumgebackt und ja. Ja. Bist auf die falsche Straßenseite gekommen, Achtung. Wie fährst du? Ah, da ist der Bus wieder. Ne? Bus ist ziemlich teuer, muss ich sagen, ich glaube 5000 oder so war das gestern. Ja, 5000. So, was machen wir jetzt hier? Lizenzenhändler. Ach genau. Warum schließt er mich immer im Auto ein? Hilfe! Boah. So, ja, ich warte mal, rechts links. Hier da ausgestiegen ist. Ja. Hier, Jaschnok ist der aus einsperrt. So, was gibt's denn hier noch? Du hast ja gestern schon eine Krankenversicherung abgeschlossen, ne? Aus Versehen, ja. Wie teuer war die? 4000. Echt? Echt. Für was waren das nochmal? Für permanentes Kranken, also heilen. Ach so, okay. Wir können Weizen farmen. Ja, Weizen kostet 50.000. Ja, wir können ja einfach illegal Weizen farmen. Weizen ist, ja. Ich such grad mal das Weizenfeld. Nicht auch hier in der Nähe irgendwo. Oder wir können ja auch Salz verarbeiten. Ja, oder wir müssen halt nach einem LKW gucken, wo wir Stauraum haben, wo wir tatsächlich erstmal die Baumwolle reinplacken können. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gucken mal bei einem LKW-Händler.
Ja, Führerschein, was kostet der hier? 5000 ist nichts.